So, liebe Leute, jetzt gibt's den zweiten Teil. Ne, warte mal. Doch, den zweiten Teil von Stummi gegen. Und ja, diesmal habe ich gegen den iHawks gespielt. Ich muss dazu sagen, wir haben insgesamt 5 Spiele gemacht. 2 gingen an ihn und 2 gingen an mich. Und ja, ich, um dem Ganzen ja ein bisschen Chancengleichheit zu geben, habe ich mir gedacht, werde ich da ausnahmsweise mal 2 Spiele hochladen. Ja, der erste kommt heute und ja, war eine ganz lustige Geschichte. Wie gesagt, da ich ja nicht so der FIFA-Crack bin, ja, haben wir, glaube ich, beide ziemlich viel Spaß gehabt. Ich würde das Ganze auch gerne mal live kommentieren. Oder eher gesagt, mit dir oder mit euch zusammen sozusagen, wenn ich gegen einen von euch spiele. Problem ist nur, oder dass es ganz günstig wäre, wenn ihr dafür halt Skype hättet, weil über den Xbox Live Chat ja, ist die Aufnahme halt wesentlich schlechter. Und ja, dann müssen wir mal gucken, wie wir das in Zukunft machen. Aber das werden wir sicherlich irgendwie hinkriegen, weil Skype werden ja wohl die meisten von euch auch haben. Falls es denn noch jemanden gibt, der gegen mich dann spielen will. Ja, und ich würde sagen, schaut euch das Spiel an. War eine amüsante Geschichte und das nächste Spiel werde ich auf jeden Fall in den nächsten Tagen dann auch noch hochladen. Und ja, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, gegen mich zu zocken, einfach schreibt es einfach unter das letzte Video immer euren Gamertag und ich adde euch dann und dann machen wir ein Game und ich lade das dann oder probiere es dann zeitnah hochzuladen. Ja, das war's dann auch schon von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jetzt könnte es gefährlich werden. Da haben sie sich zu früh gefreut. Der Angriff ist schon wieder weg. Und was entscheidet der Schiedsrichter? Ein wunderschönes Zuspiel. Das wird ganz gefährlich. Wir wissen es, das war sein schwacher Fuß, Buschi. Ja, das hat man dann auch deutlich gesehen, Manni. Aber das muss besser funktionieren. Das sieht gut aus. Gute Möglichkeit. Das ist eine gute Möglichkeit für ein Freistoßtor. Das schaut sich der Schiri nicht mit an, wie da in der Mauer rumtaktiert wird. Richtig, und da muss man mit Gelb rechnen. Jetzt schießt er und... Ja, so eine Chance bekommt er nie mehr wieder. Das war knapp. Lukas Schmitz. Und das macht er richtig gut. Und die Abwehr aufmerksam. Abgefälschter Ball und im Aus. Muss Einwurf geben. Da wird der Ball abgefälscht und geht ins Aus. Und Einwurf. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Klasse Zuspiel. Bisschen weit weg vom Tor, würde ich sagen. Ja, mit dem Fuß zu zielen, das ist schon verdammt schwer. So muss man sich als Abwehrspieler verhalten. Sehr schön, wie er sich freiläuft. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Jetzt beeilt euch mal, da ist ein schöner Konter drin. Guck mal hin! Und jetzt haben sie es, das Tor! Tja, wie soll er den halten? Der trifft ganz genau unten ins Eck. Herrlich gemacht, wunderbar ins Eck. Das sieht man. Jetzt sieht er ab. Oh, das war der Pfosten. Aber da ist doch alles drin. So, jetzt ist wieder Abwehrarbeit gefordert, denn es gibt Eckball. Mancien. Stark gemacht. Eine gewagte. Ja, sie lag hinten. Aber jetzt ist alles wieder möglich. Ausgleich.
Van der Vaart befördert den Ball in die Maschen. Was würde seine Mannschaft wohl ohne ihn machen? Er ist der Star dieses Teams und das hat seinen Grund. Und jetzt Werder Bremen in Ballbesitz. Attackiert ihn, er will den Ball. Ein sehr schöner Pass. Klasse hat er das gemacht, der Abwehrspieler. Chance zum Konter, was machen Sie drauf? Ja, so kann es weitergehen. Jansen! Gut abgefangen hat er da den Ball. Auch unter Druck absolut ballsicher. Jansen! Wie oft kriegt er so eine schöne Chance? Und jetzt gibt es nur Abstoß. Gibt Abstoß. Marcel Jansen. Er kriegt die Unterstützung, die er in die... Keine Anspielstation, da schießt er aus dieser Distanz mal aufs Tor. Das macht er sicher und souverän. Vorsicht, Kopfball! Da fing er schon an, sich zu freuen. Aber der Ball, er geht knapp übers Tor. Es ist hier wirklich deutlich zu erkennen, das ist eine einstudierte Standardsituation. Die rechte Seite ist wunderbar bespielbar. So sieht ein Pass aus. Sauber geklärt. Ja, da kommt was auf uns zu. Angriff auf den Gegner. Das ist eine gute Einwurfmöglichkeit. Achtung, lässt! Van der Vaart. Gut gemacht. Damit hast du toll gemacht. Drei Tore in der ersten Halbzeit, so kann es ruhig weitergehen. Zur Pause 2:1 Führung. Zur Pause liegen sie hinten. Und was läuft denn da in der Abwehr? Ja, nix, gar nix. Und da läuft auch kein mehr. Und von daher geht der Rückstand in Ordnung. Bei der nächsten Spielunterbrechung wird das Heimteam wechseln. Immer nur auf der Bank sitzen macht auch keinen Spaß. Jetzt kommen zwei neue ins Spiel. Van der Vaart. Und schon ist der gegnerische Angriff unterbunden. Arnautovic. Er hält doch tatsächlich diesen Ball. Ja, und wir müssen da ein bisschen mit Spott reagieren, denn bisher ging ja gar nichts zusammen. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber jetzt hat der Gegner den Ball. Und der muss jetzt rein!
Schiedsrichter entscheidet sofort auf Eckball. Ein lieber Mann, aus der Distanz abzuziehen, da brauchst du Optimismus. Und Abstoß. Arnautovic. Und Rückpass zum eigenen Torhüter. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Der Unparteiische korrigiert die Mauer. Ach nee, das ist doch viel zu weit weg vom Tor. Was für ein cleverer Pass. Van der Vaart. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Da wird der Trainer zufrieden sein. Ja, hier könnte sich eine Chance entwickeln. Das war nur ein kurzer Angriffsversuch. Der Gegner ist wieder am Ball. Van der Vaart. Das Spiel ohne Ball klappt. Jetzt läuft der Ball. Und jetzt ist er durch. Und da war er ganz nah dran an seinem Tor. Aber der Ball geht irgendwie knapp über die Latte. Und der kommt genau an. Der könnte passen. Aber er kann den Ball nicht festhalten. Nimmt ihn mit dem Kopf. Und die Zuschauer, die haben den Ball schon drin gesehen. Aber dann ging er doch knapp drüber. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf. Bitte rein! Und er trifft! Und damit ist der Anspruch auf den Titel wohl erstmal wieder dahin. Und was für ein ärgerliches Gegentor. Jetzt nochmal zusammenreißen, jetzt nochmal aufs Ganze gehen. Das ist eine enge Kiste heute. Ausgleich. Ja, das hätte er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Und Achtung, genau hingeschaut. Guter Angriff, aber nur im Ansatz. Der Gegner ist bereits wieder da. Er taumelt wie ein Boxer, aber er steht. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Das ist die Möglichkeit für einen Konter. Ja, tolle Chance. Und jetzt! Ein schneller, ein wunderbarer, direkt vorgetragener Konter und doch kein Tor. Und auch wenn es jetzt komisch klingt, dann musst du den auch machen, wenn du das Ding so spielst. Elia. Jetzt könnte es gefährlich werden. Und die Aktion hat einen Eckball zur Folge. Der Schiedsrichter ist angeschossen worden. Er signalisiert sofort. Dafür kennt man ihn. Aus der Distanz. Da kann er gut schießen. Auro. Gutes, schnelles Passspiel. Da freut sich der Trainer. Und die Situation ist bereinigt. Das schafft er nicht alleine und sie helfen ihm. Toller Pass. Werder Bremen auf dem Weg zum Tor. Jawohl, da hat er klären können. Oh, das war mit viel Risiko. Van der Vaart. Es sind jetzt nur noch wenige Minuten zu spielen. Und beide Mannschaften haben noch Chancen, die Partie für sich zu entscheiden. Und Heiko Westermann. Van der Vaart.
Ich sag's ja immer, das Spiel ohne Ball ist immens wichtig. Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. Auwei, der schlägt die Flanke genau auf den Verteidiger. Klasse, wie er da das Aufbauspiel des Gegners zerstört. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Das ist ja gar nichts. Und da bringt er den Fuß noch dazwischen. Jetzt zieht er ab. Das gibt es doch nicht. Das gibt's doch nicht. Eigentlich war das Spiel schon vorüber. Der Schiedsrichter hat schon auf die Uhr geguckt. Und doch fällt hier noch das Tor. Elia. Das funktioniert gut, das Spiel ohne Ball. Muss der Abseits sein, ja? Stark gemacht. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Ja, so kannst du im Strafraum normalerweise nicht zum Ball gehen. Arnautovic. Achtung, jetzt haben sie noch mal die Gelegenheit, um hier den Ausgleichstreffer zu erzielen. Ein Spieler am Boden sieht so aus, als hätte er sich gezerrt. Oh, ein ganz wichtiger Eckball. Das könnte der Ausgleich werden. Vielleicht kommt gar keine bessere Chance mehr. Das Spiel ist aus. Der HSV hat gewonnen. Unentschieden, habe ich gedacht. Ich hätte schon einen Strich drunter gemacht. Aber wenn